Guten Tag und willkommen zurück hier bei New Super Mario Bros. Wie versprochen, habe ich den Mini-Pilz vorbereitet. Und dann lasst uns mal versuchen, zur Mini-Röhre zu kommen. Und wenn es direkt wieder so losgeht, dann können wir das... Ach man, ey, ich dachte, der kann da nicht... Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, ey. Nein, gib mir das, gib mir das, gib mir das. Ich weiß auch nicht, warum ich nicht einfach hier die Viecher direkt beseitige. Ach, Kacke, ich wollte eigentlich oben schauen, ob da noch irgendein Secret ist, weil das sah so auffällig aus mit den zwei Blöcken. Ich denke, da war oben dann noch ein Secret. Also kann ich mir zumindest gut vorstellen. Boah, wir warten kurz hier. Gehen kein Risiko ein. Und gehen dann da runter. Und tatsächlich, da ist er. Die Starcoin. Das ist sehr gut. Wir müssen nur durch dieses kleine Labyrinth hier durch. Hier geht's lang, oder? So. Nicht daher, sondern hier lang. Und dann hier durch. Wunderbar. Hier lang. Na. Diese Spielereien mit dem Mini-Pilz, ey. So dämlich. Okay. So, jetzt haben wir es aber. Können wir auch hier wieder raus? Wir können wahrscheinlich... Einen Moment. Hier lang. Und dann den Münzen folgen. Okay, ja. Nice. Wir warten kurz. So, jetzt geht's weiter. Schade. Ach, da wäre vielleicht ein Pilz, aber nö. Irgendwie eher nicht. Ich warte hier, genau. Da habe ich nämlich den Block, der mich beschützt. Super. Wunderbar. Feier ich hart. Und hier ist kein Power-Up. Alles klar. Nice. Eben beim Block, der zerstört wurde, da wollte ich eigentlich gegenspringen. Ich glaube, da war ein Power-Up drin. Aber, naja. Habe ich nicht geschafft, ist aber auch egal. Wir haben es First Try durch den Level geschafft. Das ist, was zählt. So, jetzt wird sich der ein oder andere fragen, hey, Moment mal. Es ist jetzt nur noch das Castle übrig? Wird der Part dann nicht vielleicht ein bisschen kurz? Und ich kann euch sagen, nö. Ich habe noch was geplant. Also ich kann schon mal sagen, es wird kein nächstes Level geben. Glaube ich zumindest. Ich kann mich jetzt zumindest absolut nicht mehr an eins erinnern. Ich glaube, nach dem Castle war es das. Aber ich habe noch etwas geplant. Und naja, das Castle ist halt auch nicht gerade kurz. Deswegen dachte ich mir so, yo... ich nehme mir lieber einen ganzen Part dafür, um das Level zu spielen. Was? Ach, ich bin so dumm gerade schon wieder. Geht's da weiter? Oh. Geht's da weiter oder... Ja, okay. Da geht's weiter und... Ich muss ja auch ein bisschen nach Starcoins schauen, deswegen muss ich ab und an mal zurücklaufen.
Und dann gucken, gibt's da eine Starcoin? Hier gibt's keine. So. Ich habe noch was geplant. Nach dem Castle. Und wie gesagt, das Castle ist nicht das kürzeste. Es ist ziemlich lang. Und dazu kommt noch... Boah, ey, ich weiß gerade nicht, wie ich das formulieren soll. Dazu kommt noch... Ich muss ja auch die Starcoins alle sammeln. Heißt, wenn ich hier durch bin und nicht alle Starcoins habe, dann muss ich das Ganze nochmal zocken. Also lieber genügend Zeit dafür nehmen, anstatt dann hinterher, keine Ahnung, 40 Minuten Part zu haben. Aber hier ist keine Starcoin, ne? Ich meine, hier war ja auch eben keine Starcoin. Warum sollte hier auf einmal eine Starcoin sein? Moment mal. Ne. Okay. Andererseits. Ahnung. Mann, da hinten her? Ich meine, da rechts war eine Tür, ne? Aber... Nein, okay. Hier gibt's wieder einen Switch. Okay. Okay, okay, okay. Das wird auf jeden Fall wichtig sein. Ach, Kacke, ey. Ich war dumm. Ich weiß nicht, was gerade los ist. Ich weiß es einfach nicht. Vielleicht brauche ich das auch, dass ich da immer klein bin, um diesen Nervenkitzel zu haben. Deswegen mache ich das immer unterbewusst. Mich treffen lassen ein Stück weiter und ich wäre sowas von tot gewesen. Um dann klein zu sein. Ah. Soll ich denn... Okay. Alles klar. Das ist aber auch eine sehr schwierige Stelle und wir kriegen wieder ein Power-Up. Das ist gut. Das ist sehr gut. Weil ich möchte tatsächlich jetzt auch mal eine Feuerblume kriegen. Damit wir mit Feuerblume bei Bowser aufkreuzen können. Wir können ja immer wieder hoch, ne? Wir können immer wieder hoch zum Schalter. Also möchte ich erstmal schauen, was es hier gibt. Okay, nichts. Das ist sehr gut. Oder, ja gut, was heißt, ist gut? Ist zumindest schon mal nicht schlecht. Und dann... Ach, ja, jetzt muss ich hoch. Das Ding hat sich ja gedreht. Also muss ich jetzt hier lang. Alles klar. Warum sie das nicht nochmal gebracht haben mit den, ja, mit diesen drehenden Castle, weiß ich auch nicht. Ich hätte es gern nochmal gesehen. Aber gut, was soll's. Da unten ist die Starcoin. Okay, ich dachte schon, es wird jetzt da hier in den nächsten Teil gehen vom Castle. Was da wäre, den richtigen Weg finden. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt schon dazu kommen werden. Ja. Hier. Ich dachte, das wäre das und ich hätte irgendwas übersprungen. Irgendwas Wichtiges. Das war der Richtige. Jetzt gehen wir oben lang. Ja, war auch richtig. Und jetzt in der Mitte. Alles klar. Da habe ich mich sogar noch richtig dran erinnern können. Krass. Ah, Moment. Alles klar. Sehr nice. Schön alle Starcoins mitgenommen. Und ab zum Bossfight. Bowser Junior, was tust du?
Und er hat Bowser wiederbelebt. Bowser Jr. ist schon mal weg. Den haben wir easy mit den... Ich bin dumm. Den haben wir easy mit den... mit der Feuerblume besiegt. Und jetzt ist nur noch Bowser an der Reihe. Ah, nein. Einen Moment. Er ist zweimal gesprungen. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich absolut nicht gedacht, dass er zweimal hochspringt. Und jetzt beim dritten Mal haben wir ihn. Das war's. Ja, sehr nice. Mit ein paar Dummheiten schon wieder, aber... Ich hab's hinterher doch noch hinbekommen. Ja, und das war's. Mit New Super Mario Bros. Es war ein witziges Projekt. Ein ziemlich kurzes, aber trotzdem sehr nice Projekt. Ich habe mich echt gefreut, das mal wieder spielen zu können. Gerade weil es halt so präsent war in meiner Kindheit. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Ich habe das zigmal durchgezockt als Kiddie. Hab immer irgendwie versucht, neue Wege zu wählen. Hab irgendwie versucht, ja, wie kann man Level am schnellsten durchspielen und so weiter. Alles mit dem Spiel gemacht. Es war einfach nice. Und es war einfach mal wieder schön, dieses Spiel spielen zu können. Es ist einfach so ein, ja, es war so Nostalgie. Es hat so ein Nostalgiegefühl in mir ausgelöst. Es war einfach nice. Und auch nice sind hier die Credits, dass man, wie Mario da fast gegessen wird, dass man da von den ganzen Leveln nochmal so einen kleinen Abschnitt sieht. Ist echt cool. Ist echt eine kreative Idee. Ich glaube aber, der Abspann in Mario-Spielen ist immer ziemlich geil, ne? Hier ist es jetzt so ein, so ein Fotoalbum quasi, und in Bowser's Fury war es ja so eine, ja, so Bowser Junior Style dekoriert, und in den neuen New Super Mario Bros. Titeln, also für Wii, ich glaube, da wurde das eingeführt für die Wii. Da konnte man ja dann die Charaktere steuern und irgendwie Münzen... Also das mit dem Münzen sammeln war auf jeden Fall in New Super Mario Bros. U. Und ich weiß nicht, wie es im Wii-Teil war. Aber ich glaube, da konnte man auch dann Münzen sammeln. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja. Ich wollte eigentlich noch irgendwas über das Spiel erzählen, wie ich das so fand, wie ich das so verglichen mit damals heutzutage finde. Und ich finde es immer noch echt geil. Moment. Einen großen Kritikpunkt gibt es von mir. Das Spiel, so kreativ es auch ist, und gut es auch sein mag. Wobei, zwei Kritikpunkte. Der erste, wirklich große Kritikpunkt, ist, dass die Musik sich ziemlich schnell wiederholt. Ich meine, das hätte man bestimmt besser machen können. Ich denke jetzt nicht, dass es da so große Schwierigkeiten gab, so große technische Limitierungen, dass es nicht mehr gegangen wäre, da mehr Musikstücke einzubauen. Also ich weiß nicht, warum die das nicht gemacht haben. Vielleicht gibt es auch einen guten Grund dazu, aber ich glaube eher nicht. Ja,
Und der zweite Kritikpunkt, der mich echt sehr genervt hat im Spiel, was man auch, ich denke, das hat man auch sehr stark bemerkt, war das mit den Mini-Pilzen. Ich mag den Mini-Pilz eigentlich echt gerne, weil man halt diesen Moon-Jump hat und man ist generell wendiger, kann besser an Stellen rankommen und so weiter und ist trotzdem mit einem Hit down. Also es erhöht die Schwierigkeit, es gibt einem ein bisschen mehr Freiraum in der Bewegung. Also echt ein cooles Power-Up. Gerade mit der Bewandtnis, dass es sonst, glaube ich, nicht anders möglich wäre, so schwierigere Stellen zu machen, wo man und quasi nur eine Chance hat, getroffen zu werden. Also wo man nur ein Leben hat und wenn man getroffen wird, ist es vorbei. Ja. Sonst müsste man das so machen. Ach ja. Nein, jetzt habe ich das ganze Let's Play über vergessen, mit Luigi mal zu spielen. Aber ich weiß nicht, ob das erst am Ende freigeschaltet wird. Ich glaube aber nicht. Ich habe echt vergessen, mit Luigi zu spielen. Schade. Aber gut, vielleicht bringe ich das Let's Play irgendwann nochmal. Und dann spielen wir auf jeden Fall mit Luigi. Ja, um das mal kurz mit dem Mini-Pilz zu Ende zu führen. Es gibt nicht wirklich eine andere Möglichkeit, als diese so schwierige Passagen zu machen. Sonst müsste man halt sagen, yo, du musst dich treffen lassen, um irgendwie durch so eine kleine Lücke durchzukommen oder so. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Aber das wäre dann echt unsauber gelöst und dafür ist dann halt der Mini-Pilz auch echt richtig gut. Und wir haben tatsächlich nur 2 Sterne. Warum? Okay, es sind tatsächlich jetzt alle Toadhäuser wieder aktiv. Und ich glaube, ich weiß warum. Hier das Bonushaus. Das ist nicht nur ein Bonushaus. Damit kann man tatsächlich auch was machen. Und zwar... Ja. Wir müssen, denke ich, alle diese Hintergründe kaufen, damit wir die 3-Sterne-Datei bekommen. Ich glaube, ich habe als Kiddy immer den Hintergrund gewählt. Aber den finde ich, mittlerweile finde ich den auch nicht schlecht. Der ist ein bisschen, naja, und der ist, den mag ich auch nicht so wirklich. Obwohl, der ist eigentlich auch ganz cool. Ich glaube, die beiden sind echt die besten Hintergründe. Alles klar. Dann dürften wir es, glaube ich, haben. Alle Starcoins ausgegeben. Ja, wir wollen speichern. Und damit haben wir... Achso, wir haben jetzt auch den Quick Save haben wir freigeschaltet. Und damit... Ja, wir haben gespeichert. Damit müssten wir jetzt die 3-Sterne-Datei haben. Jawohl. Da ist sie, die 3-Sterne-Datei. Und jetzt, Leute, jetzt werde ich euch nochmal ganz kurz zu den Minispielen mitnehmen. Weil das ist genau das, was ich jetzt noch geplant hatte. Obwohl ich sehe, wir sind bei den 20 Minuten angelangt. Das sind doch relativ viele Minispiele. 15, 18 Stück. Wenn man so von einer Minute pro Minispiel ausgeht, kriegen wir damit nochmal einen Part voll. Okay, Leute. Das hätte ich echt nicht gedacht, dass wir das doch nicht mehr in diesem Part hinbekommen. Aber gut. Machen wir halt noch einen 20. Bonus-Part draus. Ich denke, es ist auch schöner von der Partzahl her.
Naja, wenn es bei Part 19 enden würde. Ist ein bisschen unsauber. So haben wir jetzt noch ein paar 20, also an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zusehen, lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis demnächst und ciao.